So, willkommen zurück zu Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Dann sieht man schon einen Pädophilen. Gleich mal ein toller Anfang für den Part, muss man sagen. Ja, putzt nur in der Nähe von der kleinen Hermine. Ja, im letzten Part haben wir, ja, was haben wir da gemacht? Da haben wir eigentlich nur eine Entdeckerreise gemacht hier im Schloss. Da haben wir die oberen Stockwerke erkundet, sei es jetzt das Klassenzimmer von Gilderoy Lockhart oder den Krankenflügel. Hier oben schwebt immer noch die Bildkarte. Warum? Ich will die haben. Naja, und jetzt sind wir auf dem Weg, Hermine zu folgen. Ah, jetzt bricht die Musik auch wieder an. Ich höre nicht auf zu reden und sollte mal Luft holen, sonst ersticke ich. Ah, das ist wunderbar. Ich muss sagen, ich habe eine Bohne, okay. Ich habe gerade wieder richtig den Spaß am Spielen gefunden. Ja, gleich beunruhigende Musik. Ja, Hermine, ich komme ja schon gleich. Was willst du denn von mir? Ja. Und der Hausmeister putzt, wo nichts ist. Der verschleppt da sicherlich kleine Kinder in die Ecke. Da komme ich nicht durch. Ja, schnell weg hier. Wirklich beunruhigende Musik. Denn es ist eine Bohne. Oh, also, stimmt, wir haben ja Zauberkunst. Willkommen im Zauberkunstunterricht. Heute lernen wir den Entschleimzauber. Sollen wir deine Nase reinigen? Ja, Miss Granger. Ich frage mich, ob Sie Hat uns schon nicht gar keinen etwas über Bock, die Kammer des Schreckens erzählen mit ihr könnten. zu reden. Mein Fach ist Zauberkunst, Miss Granger, nicht Mythen und Legenden. Bitte, Professor, wir wollen es Ja, alle ich nicke wissen. einfach mal zustimmt. Wie ihr wollt. Hogwarts wurde von 4 Personen gegründet. Godric Keiner Gryffindor, hört zu. Salazar Slytherin, Helga Hufflepuff und Rowena Ravenclaw. Ravenclaw. Slytherin wollte nur Schüler aus magischen Familien in Hogwarts aufnehmen. Die anderen 3 Gründer waren damit nicht einverstanden und Slytherin verließ die Schule. Ja, Miss Granger. Er Wie die baute eine überwinkt, ey. Kammer in das Schloss ein, von der die anderen Gründer nichts wussten. Wofür In fragst der du ein überhaupt nach? riesiges Monsterhaus, das die Kammer bewacht. Die Und Legende da hinten auf besagt, der Tafel ist immer dass der bescheuerte Slytherins Hase. Erbe komme, um die Kammer zu öffnen und den Schrecken im Inneren zu entfesseln. Und alle, die nicht aus einer magischen Familie stammen, sollen dann von Hogwarts verwiesen werden. Das ist natürlich alles Ja, Unsinn. schön reden. Begeben wir uns lieber zurück in die Realität. Harry, kommst du bitte nach vorn und Die da versuchst mal hinten den versinkt gleich unterm Pult. Entschleimzauber anzuwenden? Das Gerne, Mädchen. Professor. Ja, einfach mal rausgehen. Wie das schon aussieht, ey. Vergiss all den Unsinn über die Kammer des Schreckens. Konzentriere dich lieber auf das Symbol vor dir. Der Zauberstab bewegt sich über das Symbol. Wenn Der der Zauberstab ist oben Zauberstab dicker als sich über unten. einen Pfeil bewegt, Sinn? musst du die entsprechende Pfeiltaste drücken. Diese Herausforderung besteht aus 3 Übungen. In allen Ja, drei wir Übungen musst du wissen's. die angezeigten Pfeile treffen. Bist du bereit? Nein, Übung gar 1. nicht, nein. Fang an. So, links, rechts, links. Gleich verspreche ich mich. Ich wollte vorhin irgendwas erzählen. Ich weiß nicht mehr. Ich schau gerade raus aus dem Fenster. Ich habe hier keine Aufgabe zu lösen. Muss gerade feststellen, dass der schöne Sonnenschein nur kurz angehalten Gut hat. gemacht, Harry. Du kannst nun mit der nächsten Übung Und jetzt fortfahren. schon wieder eine 5 Punkte Wolkendecke am für Himmel hängt. Gryffindor. Übung 2. Fang an. Ich merke auch gerade, wir haben bald die 200er-Marke geknackt. Das erfreut mich doch. Können wir wieder fleißig im Bohnenbelohnungsraum oder wie auch immer der hieß. Ja, ich glaube, der hieß so. Können wir wieder richtig abstauben, insbesondere weil wir jetzt dann den Entschleim-Zauber lernen. Und da hinten an der Wand sind Gut gemacht, komische Harry. Sachen Kannst nun mit der eingeschnitzt. nächsten Übung fortfahren. 10 Punkte für Komische Zeichen. Gryffindor. Übung 3. Fang an. Ja. Na, wo hab ich mich? Hätte ich mich beinahe vertippt, das wäre mir peinlich gewesen. Aber richtig. Mensch, Runner, rede richtig. Gescheit oder was? Whatever. So, und jetzt haben wir das auch hinter uns. Die schwierige Prima! Aufgabe. Du hast alle Übungen erfolgreich abgeschlossen. 15 Punkte für Gryffindor. Yay, Gut gemacht, 207 Harry. Punkte. Du beherrschst nun den Entschleimzauber.
Jetzt wollen wir mal sehen, was du bisher alles über den Endschleimzauber gelernt hast. So, jetzt gibt's die mündliche Prüfung. Willkommen bei der Endschleim-Herausforderung, Harry. Okay. Um diese Herausforderung erfolgreich abzuschließen, musst du den Stern der Vollkommenheit aufsammeln. Einfach runterspringen, würde ich sagen. Einige Stockwerke tiefer. Hol dir den Stern der Vollkommenheit so schnell wie möglich. Springt die Uhr auf Null, bevor du ihn hast, gilt die Herausforderung als verloren. Dann wird der Stern dir in den Arsch geschoben. Weitere Sterne finden. Hebst du sie auf, erhältst du Zeit- und Punkte-Boni. Ich empfehle dir, Frosch, alle einzusammeln. Versuche, den Stern der Vollkommenheit so schnell wie möglich ja, zu finden. Ja, das wissen wir auch. Bla, bla. Du am Ende der Herausforderung das hat er das alles schon lockert gesagt. Hauspunkte bekommst du. Lass mich anfangen. So, erstmal die Ritterrüstung ausrauben. Harry dreht sich im Kreis. Wird gleich schlecht. Nochmal. Tatsache. Oder habe ich mir das eingebildet? Ah, nee, nochmal. Ist eine eklige grüne Substanz, die von manchen Geistern zurück. Ja, von dir oder was? Manchmal werden so Durchgänge und andere Öffnungen unpassierbar. Andere Öffnungen. Zauber kannst du das Ektoplasma entfernen. Ich möchte gar nicht wissen, welche Ritzen und Spaltöffnungen damit schon verriegelt oder verklebt wurden. Alter, wie oft denn? Hat die Ritterrüstung einen Bug oder was? Oder kommt da immer nur eine verkackte Bohne raus? Ja, ich glaube immer nur eine. So. Wir sind jetzt von der Putzkolonne. Harry Potter. Harry Potter putzt. Das wäre sicherlich auch... Wow, Geist. Oh, hier schweben Kerzen. Gefällt mir. Das wäre sicherlich auch ein tolles Buch geworden. Harry Potter und die Putzkolonne von J.K. Rowling. Nicht gelesen von Rufus Beck, sondern von Runner. Das ist doch... Das war doch... eine Schaltplatte. Das ist gut, eine Druckplatte. Na, wie auch immer. Hier schönes blaues Licht, wir haben einen Kessel aufzusammeln. Ach, über was sollte ich denn jetzt reden? Ich glaube, das ergibt sich jetzt gleich von selber, weil... Du kannst den Entschleimzauber verwenden, um mit Ektoplasma verschleimte Gegenstände zu reinigen. Hier ist nur der Boden verschleimt. Du Schleimbolzen. Ist das wieder witzig gewesen. Ja, Betonung auf gewesen. Da unten ist ein Geheimnis. Kann ich da auch runterspringen, ohne gleich dem Tod ins Auge zu springen, ist gut. War ich hier drinne? Der Schalter muss doch irgendwas bewirken. Ich glaube das nicht. Hier sieht es doch schon so aus, als ob es sich öffnet. Och, wer hat da gelacht? So, das hätten wir geschafft. Ich höre einen Frosch. Wo? Immer alles erkunden. Das ist die beste Devise bei Harry Potter. Das... Hier oben beim Fenster, das könnte doch... Muss irgendwas sein. Ich habe das im Ach, das war der blutige Baron. Den, wo, von dem Harry... Das ist ja ordentlich auf, aufs Maul bekommen hat. Huch. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Hat's gerade richtig gekrisselt bei mir. Ich glaube, das war ein Soundbug. Und ich soll jetzt nicht so rumtrödeln, ey. Das ist ein bisschen unnötig. Schon wieder fliegt er vorbei wie so ein Hirngespinst. Hirngespinst, whatever. So. Jetzt können wir da auch rüber. Ah, geschafft. So, gleich um die Ecke gucken. Frosch. Komm her. So, im Kessel. Ja. Das haben wir geschafft und jetzt gleich mal speichern. Oh, da ist aber viel verschleimt. Ektoplasma wirkt sich negativ auf deine Kraftpunkte aus. Je länger du mit Ektoplasma in Berührung kommst, desto mehr Kraftpunkte verlierst du. Ja, deswegen sollten wir damit gleich gar nicht in Berührung kommen. Können wir das auch vermeiden. Ich werde hier erstmal aufräumen. Das ist mir alles hier viel zu dreckig. Ich spiele jetzt hier mal mit Maus. Da habe ich eine größere
Das heißt, Bewegungsfreiheit, dann muss ich nicht immer mich mit dem Pfeiltasten rumärgern, obwohl ich mit denen ja bevorzugt spiele. Ich hoffe nur, die Kameraführung ist für euch nicht zu heftig. So. What? Nicht mit mir. Du Homo-Krappe. Moment. Wenn ich das recht in Erinnerung hatte, hat man... Wow. Da hat man, glaube ich, irgendwas bekommen, wenn... Nee. Ich glaube, das war hier. Da hat man irgendwas bekommen, wenn man alle besiegt hat oder so ähnlich. Oh nein, es ist Peeves. Wenn das nicht der pickelige, plumpe, bubbelige Potter... Da hast du aber viele Wörter mit P gefunden. Wörter fangen mit P an. Oh, Peeves auch. richtiges Bitchfight-Battle mit Peeves. Ich sehe Harry nicht. Wow! Verschwinde! Okay. Aha, das war's. Oder so ähnlich. Ich weiß nicht mehr. So, hier sollten wir jetzt auch ohne Probleme durchkommen. Ja, das haben wir weggeschleimt. Ist das eine unendliche Schlucht? Nö, nicht mal. Da wird Harry, glaube ich, nicht dran sterben. Warum hat sich gerade der Trank... Ah! Da kam man raus. Jetzt erklärt sich ja einiges. Ah. Gehirn, du hast mich verwirrt. Ja, ja, ziel nur nach mir. Das wirkt jetzt... Das wirkt jetzt noch... ich habe den Anfang meines Satzes vergessen. Das passiert mir in letzter Zeit öfters. Es geht mir auch gerade dezent auf die Nerven. Was ist das für eine Achterbahn? Nein! Stern! Ach nö. Jetzt haben wir uns hier einsperren lassen. Da lacht die Alte. Da oben ist wieder der blutige Baron. Was sucht der denn hier die ganze Zeit rum? Und hier unten ist auch was. Komme ich da denn hin? So, Harry. Schaffst das? Oder ist da oben noch was versteckt? Davon sollte ich auch ausgehen, weil hier sollte man wirklich von allem ausgehen. Wo ich das vor langer Zeit mal wieder gespielt habe, habe ich hier Geheimnisse gefunden. Da dachte ich mir echt, wow. Die jetzt sind so einfach jetzt nicht gefunden. Ich habe mir auch, ich glaube, ich habe es sogar schon mal angesprochen, dass ich, wenn das Projekt vorbei ist, oder wenn das... Ja, das wird es wahrscheinlich irgendwann sein. Wenn das Projekt vorbei ist, werde ich einen extra Part machen. Wo ich euch, einige, was heißt, Secrets? Ich glaube, das habe ich schon mal im Zusammenhang mit dem, mit dem geheimen Raum im Gryffindor-Turm, erzählt. Bildkarte. Da kann ich euch noch vieles weiteres zeigen. Da kann ich wahrscheinlich dann auch was Lustiges draus machen, so wie mit meinem zusätzlichen Portal-Part. Also von Portal 1. Da werde ich, oder hab ich. Das weiß ich noch nicht genau, ob ich das Projekt davor hochladen werde oder danach. Das ist gerade alles ein bisschen kompliziert. Merke ich. Und verwirrend. Spielt sich ja jetzt alles mehr oder weniger in der Zukunft und in der Vergangenheit ab. Von dem, was ich hier mitkrieg. Oder von dem, was ich hier erzähle. Verwirrend, ey. Und ja. Ich habe vermutlich oder voraussichtlich habe ich einen Special Part zu Portal 1 gemacht, wo ich euch ein bisschen mit Cheats gezeigt habe, werden, tuten, tun. Was man da noch alles Lustiges anstellen kann. Da ist ein Gnom hinter. Kann ich den da rauslocken? Komisch.
Eine Schnecke. Das möchte ich schon mal gar nicht haben hier. Aber hier müsst die Schnecke drauf. So, einmal Flash drüber gejumpt. Das hört sich an, wenn man die verschiebt, ey, als ob man da jedes Mal so einen Sandsack fallen lässt. Obwohl ich mir... Ja, sitzt die nicht perfekt drin? Obwohl ich mir vorstellen kann, dass die ziemlich schwer ist. Schönes Wappen übrigens, auch wenn ich nicht ganz verstehe, war es eine Trompete, wie man eine Trompete mit einem Schwert gleichsetzen kann. Ja. Harry, ey, man hat dir doch mehr als eine Narbe verpasst am Kopf. Kann ich die da auch gleich reinlocken? Okay. Hä? Habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Da oben ist was. Komm, Harry Potter. Lass mich nicht hängen. Na. Oh, Jesus Christ. Das wollte ich jetzt ja gar nicht. Ich darf nicht auf die Leertaste kommen, sonst trinke ich meinen super duper mega power überdimensionierten Heilungstrank. Ich glaube, die hieß einfach mega power Trank. Aber warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? So, war hier unten noch was versteckt? Ich hab doch noch in Erinnerung, oder? Das verwirrt mich alles ein bisschen, weil ich nicht mehr weiß, ab welchem Abschnitt da was gekommen ist oder versteckt war. Genau. Wir sehen zum Teil viele Dinge öfter gleich aus, als man denkt. Ja, das hat sich echt trainiert, hier zwei Bohnen zu verstecken. Hier war... Nee, zurückgehen kann ich nicht. Einmal war hier in so einer Spalte was versteckt. Jetzt muss ich... Boah! Blöder Geist. Das ist ein Wichtel aus Cornwall. Wichtel sind wirklich lästige und nervtötende Kreaturen. Wenn sie dich erwischen, beißen sie dich. Also nimm dich besser vor ihnen in Acht. Sind die nicht aus... Rictu Sempra, kannst du sie betäuben? Warum redet der eigentlich so geschwollen? Sind die nicht aus Professor Lockharts Klassenzimmer entwischt? Und warum explodieren die mit so einer komischen blauen Explosion? Der blutige Baron. Toll. Letztes Jahr hat er mir noch Schaden gemacht wie sonst was. Und jetzt ist er hier freundlich oder was? Hier? Gut, da war... Ah, da war das Geheimnis. Okay. Aber ich habe da hinten noch die Bohnen zurückgelassen. Die möchte ich gern haben. Wie oft denn die, oder wie viele Bohnen da noch drin versteckt sind, das ist ungewiss. Ja, komm halt noch fünfmal vorbeigeflogen. Ich glaube, man muss erst durch den hier gehen. Sonst kommt man nicht mehr zurück. So war das zumindest in meinem Kopf drinne. Hier oben war anscheinend auch irgendwas. Oder auch nicht. Was zum... Sag mir jetzt nicht, dass ich nicht mehr durch kann. Das wäre jetzt mehr als unangenehm. Oh Gott, nein. Ich will den Stern doch haben. Ah, jetzt erst. Geht doch. Was ist das hier für eine Gerümpelkammer? Oh Mann. So, weg mit dir in den Graben. Hä? Oder mussten hier überhaupt irgendwo reingeschubst werden? Ich habe das zumindest, ja, in Erinnerung gehabt, aber darauf sollte man langsam nicht mehr bauen, habe ich das Gefühl. So, ist hier sonst noch was? Ne, ne. Tschüss. Ich verabschiede mich dann, also... Nicht hier, aber ich sollte jetzt dann langsam mal... Ich sehe gerade, ich habe den Part völlig überzogen. Menschenskinder. Ah, Gott. Jetzt habe ich mich aber erschrocken, aber ich glaube, ich habe da hinten jetzt was vergessen, oder? Nee.
Hab ich nicht? Nee. Komm. Ich hoffe jetzt einfach mal bald auf ein Speicherbuch. Ansonsten mache ich jetzt einfach einen Cut, 20 Minuten, ey, das übersteigt das Maß an dem, was ich jetzt an Partlänge aufnehmen wollte. So, dann mache ich jetzt hier einen Cut auf der schönen Kippe. Oh. Schön im Gleichgewicht halten. Ja, ja. So, bis zum nächsten Part, Leute. Haut rein. Runner over and out.